In Aufgabe 27 haben wir es nun mit einem Ring zu tun, der lose um eine fest eingespannte Welle passt. Der Gleitreibungskoeffizient zwischen Welle und Ring ist mit 0,3 gegeben. Zu ermitteln ist die Kraft P auf das waagrechte Teilstück hier, für die der Ring sich im Uhrzeigersinn mit konstanter Winkelgeschwindigkeit dreht. Angenommen wird dabei, dass der Riemen nicht auf dem Ring rutscht und der Ring selbst auf der Welle gleitet. Gewicht und Dicke des Riemens und des Rings sind zu vernachlässigen und Radius von Mittelpunkt des Rings bis zur mittleren Dicke des Riemens sowie der Radius der Welle sind gegeben. Die eingezeichnete Kraft G auf den Riemen ist ebenfalls bekannt. In diesem Beispiel benötigen wir den sogenannten Gleitreibungswinkel, welcher für Reibungskräfte in Radiallagern zur Anwendung kommt. Der Gleitreibungswinkel ist dabei definiert über den Tangens des Gleitreibungswinkels Phi G entspricht Reibkraft durch Normalkraft, nachdem die Reibkraft als μ g mal Normalkraft ersetzt werden kann, ergibt sich, dass der Tangens des Gleitreibungswinkels dem Gleitreibkoeffizienten entspricht und diesen wenden wir entsprechend an. Außerdem gilt, dass bei Drehung eine gewisse Verschiebung stattfindet, sodass R Sinus Phi G gleich einer Verschiebung Rf sein muss. Wir werden uns gleich ansehen anhand der Skizze, wie diese Formel zustande kommt. Zeichnen wir also entsprechend ein Freikörperbild, hier also die Welle strichliert und der Ring herum vollgezeichnet, weil freigemacht, dann ergibt sich folgendes Bild. Wir haben natürlich die Riemenkräfte entsprechend, die hier waagrecht mit P und senkrecht mit G auf den Ring wirken. Vom Riemen. Der Riemen ist natürlich ebenfalls weggeschnitten. Wir haben hier also die Verbindung Mittelpunkt der Welle zum Ring und hier entsprechend verschoben, sehr übertrieben gezeichnet natürlich, eine Kraft R, welche dann genau um diesen vorher diskutierten Betrag Rf durch die Drehung verschoben wird. Entsprechend haben wir natürlich Ry, Rx-Beiträge und hier dieser Winkel entspricht genau dem Gleitreibungswinkel Phi G. Das heißt, wenn man sich das Bild genauer anschaut, dann ergibt sich, dass diese Verschiebung Rf dem Radius, also hier dem Radius der Welle mal Sinus vom Gleitreibungswinkel Phi G ergibt. Das ergibt dann dieses Stück des Dreiecks hier oben. So kommt dieser Zusammenhang R Sinus Phi G ist gleich Verschiebung Rf zustande. Wenn wir jetzt uns den Gleitreibungswinkel ausrechnen möchten, dann brauchen wir entsprechend nur diesen Zusammenhang hier oben verwenden. Der Gleitreibungswinkel Phi G ist dann entsprechend der Arcustangens von μ G. μ G ist ja mit 0,3 gegeben. Das heißt, wir haben hier einen Winkel von 16,7 Grad bereits entsprechend umgerechnet und damit eine Verschiebung Rf von R Sinus Phi G mit 14,4 mm. Soweit das Neue. Alles, was jetzt kommt, ist übliches Gleichgewicht. Wir setzen also Gleichgewicht am Freikörperbild an. Gleichgewicht der Kräfte in Y-Richtung ist Ry minus G Riemenkraft ist gleich 0, Gleichung 1 und Gleichgewicht
in x-Richtung, wobei das Koordinatensystem wieder x und y ist, also x horizontal nach rechts, y vertikal nach oben. Dann ergibt sich für die x-Kräfte plus p minus rx ist gleich 0. Gleichung 2. Direkt aus diesen beiden Gleichungen lassen sich die Komponenten der Kraft ry berechnen. Ry entspricht der Riemenkraft G, ist also laut Angabe 20 Newton und rx entspricht der Kraft P, wobei die Kraft P ja zu ermitteln ist. Die resultierende von R ist somit einfach natürlich die Wurzel aus rx² plus ry². Der übliche Pythagoras ist also, wenn man die bekannten Größen einsetzt, die Wurzel p² plus g². Was wir dann natürlich noch zur Verfügung haben, ist ein Momentengleichgewicht. Und das Momentengleichgewicht werden wir um den Mittelpunkt des Rings ansetzen. Wir haben jetzt hier nur ein kleines Bezeichnungsproblem. Und zwar ist laut Angabe der Radius vom Mittelpunkt des Rings bis zur mittleren Dicke des Riemens groß R. Hier, wir haben aber unsere Kraft bereits groß R bezeichnet. Das heißt, ich werde hier diesen Radius als klein r Index R bezeichnen, um Verwechslung zu vermeiden. Das heißt, wir haben hier klein r Index R und auch hier den Abstand klein r Index R, der hier mit 56,25 mm laut Angabe gegeben ist. Wir setzen also unser Momentengleichgewicht um diesen Punkt 0 an und erhalten einmal R mal dieser Abstand RF, den wir gerade ausgerechnet haben, positiv in unserem Koordinatensystem, positive Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, plus Riemenkraft G mal dieser Abstand R Index groß R, ebenfalls positiv, und entsprechend minus P mal diesem Abstand RR ist gleich 0. Das wäre die Gleichung 3. Jetzt kann man hier entsprechend einsetzen, erhält Wurzel P² plus G² mal RF plus G mal oder G minus P mal RR ist gleich 0, kann entsprechend nach P hier in der Gleichung lösen und erhält eine Lösung von P ist gleich 29 Newton für die Riemenkraft in horizontaler Richtung.